Hallo, liebe Freunde, gleich ist es wieder soweit, 18 Uhr, Zeit für das Lied der Verbundenheit, Zeit für unser abendliches Amazing Grace. Heute werden wir für die Friseurinnen und für die Friseure unser Fest des Amazing Grace feiern. Zuerst einmal aber möchte ich euch über ein Versprechen informieren, das mir mein lieber Kollege Alexander in Berlin gegeben hat. Er hat nämlich gesagt, er wird mähen. Damit meint er auf gar keinen Fall meine Frisur, sondern Alexander meint die 1000 Quadratmeter hinter mir. Er hat das tatsächlich geschrieben, dass er mal kommen wird zu mähen und ich finde, das ist auch so ein bisschen Friseur sein. Alexander, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Eines Tages wirst du hier sein und dann drücke ich dir meinen Rasenmäher in die Hand und dann darfst du meine 1000 Quadratmeter Rasen hier mähen. Genau. Das Gleiche werden nun viele Friseurinnen und Friseure auch machen. Sie werden viele 1000 Quadratmeter Haare vor sich hin mähen, weil die letzten 2 Monate ist da doch so einiges gewuchert und gewachsen. Und ich glaube, viele von euch haben festgestellt, hey, das Friseurhandwerk ist ein echtes Handwerk. Das kann man nicht einfach mal so. Ich habe extrem viele Kojiks plötzlich auf der Straße gesehen. Mir hat nur der Lolli im Mund gefehlt. Und ich habe außerdem extrem viele Chewbaccas gesehen. Das heißt, die von Star Wars, die einfach nicht zum Friseur gekommen sind und die plötzlich wie ein wuscheliges Wesen ausgesehen haben. Über euch habe ich viel lachen müssen. Und ich denke, ihr seid alle froh, dass nun endlich wieder Friseur-Time ist. Und die Friseure, die sind natürlich auch froh, weil da geht's ums Geld verdienen. Ich habe auch eine tolle Friseurin. Ihr seht, was da schon passiert ist. Genau, der Mika hat einmal vorgeschnitten und dann hat die Friseurin jetzt da noch richtig Stufe und einen richtigen Schnitt reingebracht. Sie meinte aber, das war richtig, richtig gut, was der Mika da gemacht hat. Applaus, Applaus, Applaus. Trotzdem höre ich Geschichten von Menschen, die Friseure denunziert haben. So, das heißt, einige sind von den Friseuren losgezottelt und haben den Menschen die Haare zu Hause geschnitten. Das war verboten, das kostet bis zu 25.000 Euro. Das ist mächtig viel Geld. Allerdings verdient das Friseurhandwerk auch nicht so viel und ich habe das gut verstanden. Und nochmal so ein Gedanke zum Denunzieren. Auch das ist etwas, was für mich nicht geht. Wo bleibt der Mut hinzugehen und zu sagen, ich habe Angst, das ist verboten, bitte hör auf damit. Anstatt gleich irgendwo anzurufen und zu sagen, hey, die schneidet Haare, obwohl sie das gar nicht darf. So, also so viel zum Thema Denunzieren. Zeigt Mut, hat ein bisschen Eier in den Hosen und geht da selber hin und sagt, ey, das geht nicht. Und dann werden wir sehen, ob sich da tatsächlich eine Änderung ergibt. Heute möchten wir quasi jetzt für alle Friseurinnen und Friseure spielen, die nun heute mit Mundschutz 8 Stunden am Tag dastehen dürfen und uns den Rasen da oben abmäht. Jetzt nochmal ein Hinweis an Alexander. Alexander, diese 1000 Quadratmeter hinter mir gehören dir eines Tages. Also nicht geschenkt, sondern du darfst einmal mähen. Du kannst wählen zwischen einer Nagelschere und einem Hochleistungsrasenmäher. Es sei dir überlassen. So, nun, ein Amazing Grace für all unsere Friseure und vielleicht seht ihr auch ein bisschen Lippenstift heute da drauf. Wisst ihr, wieso ich das drauf habe? Ich freue mich heute besonders, weil ich habe gleich noch einen Internetvortrag. Wow, vor 100 Leuten und da muss ich doch sicher bestimmt gut aussehen. Findet ihr doch auch, nicht wahr, oder? Thank you.
Ben Hardy, lieber Dirk, auch für dich würde es langsam Zeit, vielleicht warst du inzwischen schon beim Friseur, aber ich habe die Chewbacca-Mähne gesehen. Und liebe Petra, wie du aussiehst mit kurzen, plötzlich langen Haaren, das mag ich mir gar nicht vorstellen. Und bei euch, lieber Mike und liebe Kerstin, auch keine Ahnung, wie das aussieht. Aber die Friseure haben offen, lasst sie uns unterstützen, lasst sie uns aber darauf hinweisen, dass wir gerne die Sicherheitsabstände hätten oder die Hygieneeinschriften einhalten. Und dann wird wieder alles gut. Das ist das, was wir immer sagen. Schaut immer so 2 Monate voraus und ihr werdet sehen, da passieren viele gute Dinge und vor allem viele Menschen werden überleben. Sodele, meine Lieben, ihr. Das war jetzt mein Amazing Grace für diesen Abend. Nun huschel ich gleich in mein Tonstudio. Ich habe nämlich ein eigenes heute aufgebaut mit allem drum und dran. Und ich bin begeistert, dass ich heute wieder endlich vor Publikum spielen darf. Via Zoom, gar kein Thema. Aber ich werde mal einen Screenshot machen und euch das zeigen. Geile Sache. Sodele, meine Lieben, bleibt gesund, stay safe. Ben Hardy, wenn ich das nächste Mal in Lüneburg bin, werden wir uns sehen und dann gehen wir was trinken mit der Petra so oder so. Passt gut auf euch auf. Wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder. Und richtet bitte alle dem Alexander Supercelli in Berlin aus. Er darf meine Mähne mähen. Und zwar die da hinten.